im schönsten Moment war definitiv Brasilien gewesen, nach meinem grossen Fighting-Finale, wo ich 12-10 im Tiebreak gewonnen habe. Und es war auch noch gerade der Titel gewesen. Also allgemein das ganze Turnier ist sehr gut gelaufen und das war definitiv mein bester Moment im Jahr gewesen, denke ich mal. C'est une bonne question. Je pense que c'est le premier tournoi que j'ai gagné cette année en avril à Doha. Parce que c'était relativement inattendu. J'ai très bien commencé l'année. Et d'un seul coup, j'ai gagné un tournoi. Et comme c'était vraiment une surprise, ça m'a fait vraiment très très plaisir de retrouver un bon niveau de jeu et du plaisir sur le terrain. Et ça a été un moment déclencheur pour cette année. Donc. Mein schönster Moment im 2014 war sicher Swiss Open. Das war, denke ich, das Highlight des Jahres. Mon meilleur moment, c'était quand j'ai eu ma victoire en grade 2 à Nagoya. Sinon, j'ai eu aussi un bon moment quand j'ai gagné les championnats suisses à moins de 18 en hiver. Der Davis Cup Sieg, das ist sicher etwas, das Leben lang wird bleiben. Und ja, einfach sehr dankbar, haben wir das als Team erreichen und haben wir so viele Schweizer, denke ich, können Freude bereiten. Das macht mich extrem stolz. Ja, das gibt es immer. Nach einer blöden Niederlage oder so, wenn man das möglichst schnell vergessen oder einfach sonst einen blöden Tag, aber sonst im Großen oder Ganzen jetzt nicht so viel. J'en ai quelques-uns, oui. Entre janvier et mars, il y avait quelques matchs où c'était catastrophique. Et je pense que le pire, c'était un match à Saint-Brieuc, fin mars. Et là, j'avais envie de disparaître du terrain. Mais... Jede Niederlage ist eine Enttäuschung. Und darum hat es nicht den einen Match, wo die grosse Enttäuschung war in diesem Jahr. Aber im Tennis kommt es halt öfters vor, dass man verliert. Weil außer man gewinnt das Turnier, verliert man immer mindestens ein Match. Ja, ich denke sicher mal, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, Gesundheit ist das Wichtigste. J'ai bien de continuer à pouvoir jouer comme j'ai fait sur la fin d'année. J'ai eu du plaisir, j'ai gagné des matchs et senti que j'ai progressé, que voilà, j'ai gagné quelques places. Et donc continuer à avoir toujours cette même motivation et à travailler, à aller chercher des bonnes victoires, des choses comme ça, ça c'est important. Et puis voilà. Dass ich einfach gesund bleibe, möglichst verletzungsfrei, dass ich eine gute Saison wird haben, immer motiviert sein und eine gute Zeit haben werde unter mir. Mein Wunsch fürs neue Jahr ist definitiv, den Grand Slam-Titel zu holen oder mehrere. Und einfach allgemein mein WTA-Ranking zu verbessern. Sportlich denke ich, kann es fast nicht besser kommen als dieses Jahr. Das war ein unglaubliches Jahr gewesen. Aber ja, wir wissen, dass wir Spieler haben, die unglaubliche Resultate machen können. Und von dem her hoffe ich, dass es einigermaßen im gleichen Rahmen wird sein. Das wär fantastisch. Schwierige Frage. Ich habe keinen konkreten Wunsch für Weihnachten. Ich bin eben wunschlos glücklich. Für den Ski. Ja, den kann ich zwar noch nicht haben, aber ja. Vielleicht ein iPhone 6, das wäre schön. Ich recevoir plein de cadeaux et aussi beaucoup d'argent. Non, après spécial, non, juste bien fêter en famille et que la famille soit heureuse, ce qui est le plus important, je pense. Ich weiß es eben nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe aber schon alles. Also ich bin nicht so einer, der jetzt unbedingt noch weiß nicht, was für Geschenke braucht. Ich wünsche mir einfach, dass ich eine erholsame Zeit habe. Es war jetzt recht viel los. Wir sind noch nicht lange nach dem Davis Cup. Und ja, schon gleich geht die Vorbereitung wieder los. Und ja, es waren jetzt immer noch recht viele Sachen gewesen. Von dem her richtig ausspannen habe ich noch nicht können. Und das hoffe ich, dass ich das wirklich über die Weihnachtstage machen und bin happy, dass ich jetzt mal in der Schweiz bin. Das war in den letzten Jahren auch nicht der Fall gewesen. Bin ich meistens schon zu Dubai im Trainieren gewesen. Und von dem her werde ich ein paar Tage in der Schweiz haben mit der Familie und auf das freue ich mich. Oh, Lieblingsgutzli. Zimtstern. Ja. Und wer macht die bei euch daheim? Das Mami und das Grosse. Ich bin nicht so gut informiert. Ich bin auch nicht einer, der selber macht. Aber ich habe Mailänderchen gerne. Und ich esse nicht sehr viel zum Glück. Also, aber Mailänderchen sind super. Einfach allgemein alles, was Schoki hat. Habe ich gerne. Drum, eigentlich sind sie alle. Wie viel darfst du? Keine. Nein, vielleicht alles.
2 am Tag, aber nicht viel. Okay. Ja, einfach Freude, das ist unglaublich, dass wir dann gewinnen konnten. Natürlich auch viel im Fernsehen gesehen und gesehen, wie andere Mannschaften können aufheben können. Und von dem her ist dann der Moment, wo man dann selber auf dem Platz ist und ihn aufheben kann, ist einfach unglaublich, schon unbeschreiblich. Und wir haben nie das Gefühl, wir sehen es im Fernsehen, aber ja, ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen mehr realisieren kann in den nächsten Tagen. Ja, es ist schon etwas Cooles. Ich habe das ganze Wochenende mitgefiebert und ja, einfach, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ehrlich gesagt, auch für die Zuschauer. J'étais à Lille durant la finale, du coup j'ai eu la chance de vivre cette finale, alors c'est clair, ça motive beaucoup d'essayer un jour de jouer pour la Suisse en Coupe Davis. La Suisse, les gens ont retenu ce week-end de novembre et je pense qu'on s'en souviendra encore très longtemps et j'espère que ça va amener beaucoup de gens au tennis ou à d'autres sports et que ça va, voilà, une émulation positive j'imagine. Pour toute la Suisse, pour le sport et tout, et des souvenirs pour les joueurs, pour nous, pour lui qui a été voir, ou les coachs. Et j'imagine que pour tout le monde, c'est une fabuleuse récompense. C'est un cadeau de Noël en novembre. On fait ça aussi en Suisse, c'est pas grave. Unglaubliche Emotionen, ich habe es auch verfolgt im Fernsehen. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen am Schluss. Und ja, ich bin mega stolz, dass die Jungs den geholt haben. Und ja, eine Gratulation nochmal.